Nun sollte ja der 28. Bundestag stattfinden vom ÖRB. Was sollte beschlossen werden die nächsten Tage? Na, morgen findet einmal der Online-Bundestag statt, wo das Ergebnis der Wahl verkündet wird. Wir haben eine Briefwahl durchgeführt, 510 Delegierte mit einer sehr hohen Wahlbeteiligung, über 90% der Wahlkarten wurden rückgesendet. Das freut uns ganz besonders. Die Stimmen werden heute ausgezählt und wie gesagt, morgen wird dann vom Vorsitzenden der Wahlkommission, Präsident Wolfgang Sobotka, das Ergebnis verkündet. Welches Ergebnis erwarten Sie denn? Ich hoffe auf eine breite Zustimmung, nicht nur für mich, sondern auch für mein gesamtes Team. Wir haben ein sehr schlagkräftiges Stellvertreterteam zusammengestellt. Zwei Minister, die Caro Edtstadler, der Karl Nehammer, die zwei Landesobfrauen der größten Landesgruppen, die Christine Haberlander und die Christiane Teschl-Hofmeister und dann noch die Barbara Riener, steirische Klubobfrau und der Abgeordnete Dominik Meinusch aus Tirol. Also ich hoffe insgesamt auf eine breite Zustimmung und wir starten morgen auch unseren DNA-Reformprozess. Was bedeutet das, die neuen Antworten DNA auf die neue Arbeitswelt geben zu können? Warum befinden wir uns denn hier bei diesem geschichtsträchtigen Johann Gassner Haus? Ja, das ist das Haus, wo der ÖRB gegründet wurde, vor ziemlich genau 76 Jahren, am 14. April 1945, drei Tage bevor die Österreichische Volkspartei gegründet wurde. Und ja, wir haben uns gedacht, das ist ein guter Anlass, auch hier wieder einmal eine Pressekonferenz abzuhalten.